Sie haben es geschafft. 67 Absolventinnen und Absolventen des Studienbereichs Journalismus und Medienmanagement der Fachhochschule der Wirtschaftskammer Wien haben am 16. Oktober ihre Sponsion gefeiert. Was den ehemaligen Studierenden in Erinnerung geblieben ist? Sicherlich die Klassengemeinschaft, also sofern man das so sagen kann bei einem Studiengang. Aber ja, auf jeden Fall die Zeit mit den Kolleginnen und den Kollegen. Absolut. Eigentlich gibt es immer wieder ein paar Highlights. Und das waren vor allem immer die Dinge, wenn wir als Gruppe was unternommen haben. Wie, dass wir nach Perugia gefahren sind zum International Journalism Festival oder dass wir irgendwelche anderen Reisen als Studiengang gemacht haben. Das waren einfach dann die Momente, wo man ein bisschen out of the box denken musste. Und das waren immer die Momente, die so die Sternstunden waren quasi. In den Seelen der Wiener Börse hat Peter Klein, der Programmmanager von Ö1, die diesjährige Festrede gehalten. Ich bin, wie Sie leicht erkennen können, meine Damen und Herren, ein radikaler Anhänger professioneller Ausbildung. Genies, vor allem Schlampige, findet man an jeder Ecke. Gut ausgebildete Profis sind mir um Eckhäuser lieber. Wobei das eine das andere natürlich nicht ausschließt. Als Peter Klein im Journalismus begonnen hat, hat es noch keine Ausbildung gegeben. Der langjährige Praktiker hat erlebt, wie sich die Aufgaben verändert haben. Als ich begonnen habe, als Journalist zu arbeiten, gab es noch eine exakte Trennung zwischen dem technischen Teil der Arbeit und dem inhaltlichen Teil der Arbeit. Journalisten haben keine Mikrofone gehalten und erst recht keine Aufnahmegeräte getragen. Dafür waren andere zuständig. Heute sind die Herausforderungen um ein Vielfaches anspruchsvoller und vielfältiger. Journalistinnen und Journalisten heute müssen alles drauf haben. Auf die Absolventinnen und Absolventen kommen nun einige Herausforderungen zu. Studienbereichsleiterin Daniela Süßenbacher rät: Wenn jemand jetzt in das Klassische, in den Journalismus eintauchen möchte, das wofür wir eigentlich in allen drei Programmen ausbilden, dann muss man wirklich offen sein für Neues. Man darf sich nicht so schnell abschrecken lassen, man hat Durststrecken, man muss sich wirklich hundertprozentig sicher sein, dass es das ist, wohin man gehen möchte. Und man darf sich auch nicht davor scheuen, durchaus Neues auszuprobieren. Die angehenden Medienprofis waren bis jetzt offen, haben durchgehalten und jetzt ihre Urkunde in der Hand. Ihr Fazit? Ein Wort, oder wie? Ja. Vielfältig, würde ich sagen. Ja, schon Horizont erweitern, so wie ein Studium auch sein soll. Einfach, dass man sich weiterentwickelt und dass man nämlich auch persönlich. Also zum Beispiel das Zugehen auf Leute als Journalist ist auch sehr, sehr hilfreich im persönlichen Leben. Sehr anstrengend, aber es ist auf jeden Fall wert.